und grüß dich, da ist die Pia von Fast dich ganz. Ich stehe da gerade an der wunderschönen Salza und war gerade in der Wasserlochklamm. Ich begleite da in der Nähe gerade eine Fastengruppe im wunderschönen Schloss Neubruck und habe natürlich heute nur eine Lebensweisheit von meinem Lebensweg für dich. Meine 10. Etappe war eine sehr lange Etappe. 35 Kilometer bin ich teils im strömenden Regen gegangen und für mich war am Anfang nicht klar, ob das möglich ist, ob ich das schaffe, unter den Umständen so weit zu gehen. Meine Füße haben schon sehr weh getan, eine Sehne war entzündet, ich habe bei jedem Schritt Schmerzen gehabt und für mich ist dann am Ende des Tages aber das Unmögliche möglich geworden. Ich habe mich nicht von den Umständen leiten lassen, sondern bin meinen Weg gegangen, habe mein Ziel vor Augen gehabt und habe es dann auch wirklich geschafft. Und momentan bin ich ja in einer Situation in meinem Leben, wo es so ähnlich abgeht. Ich habe eine Praxis aufgegeben, beziehungsweise bin da gekündigt worden und habe eine zweite Praxis, die aber noch läuft. Und habe jetzt die Idee gehabt, schon seit Monaten was Neues zu gründen, was Neues zu beginnen. Aber die Umstände, Corona und so, hat einfach nicht dafür gesprochen. Gestern habe ich jetzt aber meinen Mietvertrag fixiert, habe alles ausgemacht, dass ich das neu starten kann und es wird in den nächsten Monaten dann losgehen und ich freue mich schon drauf, auch wenn die Umstände jetzt absolut dagegen sprechen und der da sagt, du hast wohl einen Vogel, aber ich merke einfach, das Gefühl dafür ist da. Ich weiß, es ist jetzt Zeit dafür, das zu tun und ich werde in nächster Zeit auch noch genauer davon berichten und vielleicht kennst du das in deinem Leben. Die Umstände sprechen absolut nicht dafür, aber du hast das Gefühl und den Impuls, du wirst es unbedingt umsetzen, egal ob es jetzt ein berufliches oder ein privates Ziel ist, was auch immer. Geh deinen Weg, folg deinem Gefühl und vertraue darauf, dass du dein Ziel auch wirklich erreichst. Das heißt, lass dich nicht von den Umständen leiten in deinem Leben, sondern geh deinen Weg. Ja, somit dann wünsche ich dir einen feinen Tag heute und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.